Schönen guten Morgen. Ich sehe, dass heute das Interesse im Untersuchungsausschuss wieder größer ist als sonst, was uns sehr freut. Und ich nehme an, das liegt vor allem an der Prominenz der zweiten Auskunftsperson, Christian Pilnacek. Und bevor ich ins Detail gehe, lassen Sie mich bitte folgende Dinge sagen. Was lernen wir aus der Causa Pilnacek? Drei Dinge. Erstens, Reiche und Mächtige glauben oder glauben zumindest bis vor kurzem, dass für sie andere Gesetze gelten als für gewöhnliche Leute. Warum haben sie das geglaubt? Weil sie gedacht haben, oh, sie haben gute Beziehungen in die Politik und in die Verwaltung. Und Christian Pilnacek hatte viele gute Beziehungen. Der zweite Punkt, langsam ändern sich die Zeiten. Ja, zugegebenermaßen, es könnte schneller gehen. Denn viele Menschen haben tatsächlich die Nase gestrichen voll von Spezialbehandlungen für Reiche und Mächtige. Und das laufende Antikorruptionsvolksbegehren ist ja auch ein Resultat dieses unerträglichen Sittenbilds. An dieser Stelle ganz klare Unterschreibungsempfehlung. Und drittens, und ich glaube, das ist das Versöhnliche, die Causa Pilnacek beweist auch, unsere Justiz funktioniert. Sonst könnte ja Herr Pilnacek wie unter türkisblauen Zeiten weiterhin schalten und walten. Ja, es gibt Schutzmechanismen, es gibt sowas wie Selbstreinigung und es gibt auch Alma Sadic, die sich als Justizministerin stützend vor die Justiz stellt. Spannende Themenkomplexe aus grüner Sicht sind bei Christian Pilnacek heute mit Sicherheit seine Observationsfantasien gegenüber der WKStA, aber auch seine mutmaßlichen eigenen Leaks, die er ja gerne der WKStA auch vorwirft. Ein Fokus werden wir heute, aber auch morgen auf die sogenannte Causa Schlößle legen. Hier geht es um einen treuen Begleiter im Untersuchungsausschuss, auch schon im IBIZ-Untersuchungsausschuss, René Benko. Worum ging es in der Causa Schlößle in aller Kürze? Geht es um einen Fall 2011, da wurden Ermittlungen geführt 2015. René Benko hat eine Liegenschaft in Lech in Vorarlberg gekauft. Auf dieser Liegenschaft war ein Vorkaufsrecht der Gemeinde Lech. Und er hat 250.000 Euro geboten für das Vorkaufsrecht und weitere 250.000, so steht es im Protokoll der Gemeindevertretung, für eine zeitlich vernünftige Abwicklung des Falles. Das Bekannte an diesem Fall ist, die WKStA hat 11 Monate ermittelt, wollte Anklage erheben und die Oberstaatsanwaltschaft hat das dann per Weisung eingestellt. Aber auch die erste Auskunftsperson hat es ja nicht nur kürzlich, aber vor allem kürzlich in die Schlagzeilen geschafft. Das war der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs. Da interessiert uns vor allem zwei Fragen. Wurde versucht, Ermittlungen gegen Reiche und Mächtige zu behindern? Und zweitens, hat die Justiz dadurch Schaden genommen? Und vor allem, was gilt es in Ordnung zu bringen? Haben Sie noch Fragen? Das ist nicht der Fall, denn bis später. Danke. Ja, ich glaube, wir müssen heute keine Zeit mehr darauf verschwenden, über das System Pilnacek zu reden und ob es das gibt. Das hat schließlich der Präsident des OLG Innsbruck genau in diesen Worten klar benannt. Und nur mit klaren Worten werden wir auch echte Aufarbeitung schaffen. System Pilnacek heißt es ja nicht, weil es um ihn als Person geht. Es geht darum, dass lange er der mächtigste Beamte in einem System war, das für Machtmissbrauch von ganz oben anfällig war. Ein System, in dem es für Beamtinnen und Beamte opportun war, nicht die Interessen der Republik zu wahren, sondern jene der politischen Machthaber. Martin Kreutner vom Antikorruptionsvolksbegehren hat das gestern auf den Punkt gebracht, finde ich. Er hat gesagt, die Loyalität der Beamtinnen und Beamten und eben auch der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte muss der Verfassung gehören und nicht Politikerinnen oder Politikern. Und das ist hier ganz klar aus dem Ruder gelaufen, wenn zum Beispiel die erste Sorge eines Strafsektionschefs war, wer vorbereitet Gernot auf die Vernehmung. Es geht dabei auch nicht darum, ob sich einer der beiden heute geladenen Herren irgendwie zur ÖVP gehörig fühlt oder sich unabhängig fühlt. Die politische Meinung der beiden ist Privatsache.
Es geht vielmehr darum, dass es offenbar für Spitzenbeamtinnen und Beamte opportun erschien, sich für eine Partei hilfreich zu erweisen, weil diese seit Jahrzehnten ungebrochen an der Macht war und ist. Und weil dieses System eben über Jahre gewachsen und gefestigt ist, müssen wir uns auch die zahlreichen personellen Verquickungen der Player ansehen. Wenn nur beispielhaft ein Ex-Minister Ratz einen Fuchs und eine Eicher berät und alle drei eine Frau Poppenwimmer, die wiederum völlig klandestin abseits der streng und mit gutem Recht in der Justiz streng vorgesehenen gesetzlichen Regeln und Verfahren an einen Fuchs berichtet und der wiederum an einen Pillnercheck berichtet und dann zu dem Einnetter geht, die Frau Poppenwimmer, und Pillnercheck sich um Blümel sorgt und wiederum dauernd telefoniert mit einem Herrn Sobotka, dann geht es hier nicht um Freundschaften, sondern ein enges politisches Netz. Und wenn dann Disziplinarverfahren und Prüfungen über lange Zeit genau in demselben Netz innerhalb einer sehr personell dünnen Decke in der Justiz, und das ist auch ein Problem, laufen und sich alle gegenseitig freischreiben von einer Befangenheit, dann fehlen hier die Grenzen. Ich bitte daher heute, sich nicht von irgendwelchen absehbaren Ego-Shows ablenken zu lassen, sondern einfach auf die Fakten zu blicken. Auf die Chats, die Löschungen, die Mittel, mit denen Pillnercheck-Verfahren für andere beeinflussen konnte, wenn es politisch opportun war, und für sich selbst, als das System langsam aufgedeckt wurde, auch dankenswerterweise wegen des Ibiza-Untersuchungsausschusses. Und wichtig, wenn wir diese Fakten nüchtern anschauen, dann wird auch ganz klar, wo Handlungsbedarf besteht. Und nicht 2030, nicht Justiz 2030. Das ist zu langsam. Für eine unabhängige Justiz ist klar, dass wir diese Fakten weg alle betrachten müssen und die Justiz selbst weg von der Tagespolitik bekommen müssen. Und das vielleicht 2022. Also ich würde vorschlagen, Justiz 2022. Und für uns geht hier entsprechend der Forderung des Antikorruptionsvolksbegehren insbesondere der Weg zu einer Reform in Richtung unabhängiger Bundesstaatsanwalt, Bundesstaatsanwaltschaft, die so weit weg wie möglich von Parteipolitik steht, wie es nur geht, und echte Informationsfreiheit. Ich glaube, jetzt ist ein Zeitfenster der Reflexion in der Justiz, das Bewusstsein, dass es Reformen braucht. Und ich schließe daher mit dem vorhersehbaren Appell, auch das Antikorruptionsvolksbegehren zu unterstützen, das all diese wichtigen Reformideen ventiliert. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute wieder den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Eine Justizwoche trifft sich ganz gut mit der Eintragungswoche vom Antikorruptionsvolksbegehren, das man seit gestern bis kommenden Montag, inklusive kommenden Montag, noch unterschreiben kann und unterstützen kann. Das sind über 70 Forderungen, wie man Österreich besser machen kann, was die Antikorruptionsarbeit und Antikorruptionsgesetzgebung betrifft. Und je mehr Menschen das unterschreiben, umso besser, weil ich sage einmal, ich habe den Eindruck, dass es schon eine Reihe von Parteien im Parlament gibt, die verstanden haben, dass man auch gesetzlich was gegen Korruption machen muss in Österreich. Aber ich glaube, es gilt noch, den einen oder anderen Entscheidungsträger zu überzeugen. Und da ist es kein Nachteil, wenn viele Personen dieses Antikorruptionsvolksbegehren unterstützen. Ja, das, was wir heute, vor dem wir heute stehen, ist, dass wir zwei Auskunftspersonen haben, die zwei der höchsten Justizbeamte in Österreich oder zumindest ehemalig oder gerade in zwar nicht in Ruhe, aber in Suspendierung, der eine befindlich. Es geht hier um den Oberstaatsanwalt, den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Fuchs, und den ehemaligen Generalsekretär und Sektionschef der sogenannten Weisungssektion im Justizministerium, Christian Pillnercheck. Die zwei sind, waren sicher, was sage ich mal, die Ostregion betrifft, innerhalb der Staatsanwaltschaft, die mächtigsten zwei Personen in diesem Land in den letzten Jahren und haben, das wissen wir ja aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, ein besonderes Auge immer dort gehabt, wo die Staatsanwaltschaften ein Auge auf die ÖVP hatten. Diese Fälle haben sie
immer ganz genau betreut, inklusive dem sogenannten VIP-Service für die Beschuldigten. Wir erinnern uns, dass hier extra die ÖVP-Granden Pröll und Rottensteiner empfangen wurden, von Herrn Pilnacek damals, nur so als Beispiel. Das, was wir im jetzigen Untersuchungsausschuss sehen, damals haben Sie sich vor allem darüber ausgemacht und aufgeteilt, wie Sie mit diesen ÖVP-Verfahren umgehen, egal ob das gegangen ist, dass der Herr Bundesminister keine aktive Rolle der WKStA wünscht, im Ibiza-Verfahren, über Schredder-Verfahren etc. In der Zwischenzeit hat die Justiz auch ein Auge auf Sie selber geworfen und das, was wir sehen, dass Sie sich nach wie vor austauschen. Und vor allem jetzt halt auch nicht nur über die Fälle austauschen, wo es um die ÖVP geht, sondern auch um die Fälle, wo es um Sie selber geht. Und das ist sicher etwas, was wir heute im Detail besprechen werden. Und was auch auffällig ist, ist, dass die Justiz teilweise schneller arbeitet, als die Polizei erlaubt. Wenn es nämlich um die ÖVP geht, dann werden oft schon Akten eröffnet und Aktenzahlen eröffnet, bevor es überhaupt noch eine Anzeige oder ein Verfahren gibt. Das machen Fuchs und Pilnacek möglich. Wenn es um die ÖVP geht, dann muss die Justiz auch sehr schnell arbeiten, in beide Richtungen, wenn es ums Einstellen geht, beziehungsweise wenn es darum geht, Verfahren gegen unbekannte Täter, wo die ÖVP Opfer ist, zu führen. Das ist etwas, was wir sehen und wir finden den Tag sehr spannend, der auf uns zukommt. Und noch einmal Antikorruptionsvolksbegehren. Bis kommenden Montag kann man unterschreiben, magistratische Bezirksämter, Gemeindeämter etc. Vielen Dank. Wir haben wieder zwei Befragungstage für uns im Untersuchungsausschuss. Einmal mehr widmen wir uns dem Thema Justiz. Einmal mehr wird es um den jahrelangen Konflikt innerhalb der Justiz, WKStA mit Fach- und Dienstaufsicht gehen. Aber ich möchte einleiten mit einem anderen Thema, das mir sehr wichtig ist. Wir untersuchen das Beweisthema 3, politische Einflussnahme auf Ermittlungshandlungen. Und wir haben dieses Thema ja auch schon gehabt im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und da geht es dann immer um das System Pilnacek und alle Einflussnahmen, die da immer wieder unterstellt werden. Und mir ist es schon wichtig, einleitend einmal klar festzuhalten, und das hat ja auch der Abschlussbericht vom Verfahrensrichter ergeben, im Ibiza-Untersuchungsausschuss wurde klar festgehalten, es hat zu keiner Zeit eine politische Einflussnahme auf Ermittlungshandlungen gegeben. Ich möchte sehr klar festhalten, dass jeder Staatsanwalt, jede Staatsanwältin, jede Auskunftsperson, die im Untersuchungsausschuss, im alten Untersuchungsausschuss, jetzt auch im aktuellen dagewesen ist, hat dezidiert ausgeschlossen, dass es niemals eine politische Einflussnahme gegeben hat. Ich möchte zwei Argumente bringen, die stehen dort unter Wahrheitspflicht. Also geht einmal davon aus, dass sie dort auch die Wahrheit sagen. Und wenn es denn eine politische Einflussnahme gegeben hätte, die unrechtmäßig war, dann hätte man sie auch anzeigen müssen. Seit dem Wochenende oder seit vorige Woche aufgrund der Aktenlieferung haben wir jetzt ein bisschen ein anderes Bild. Aus meiner Sicht liegt aktuell sehr klar vor eine politische Einflussnahme, nämlich aus dem Justizministerium, direkt von der Ministerin, die ja da die Weisungsspitze ist. Wir haben hier zwei Sachverhalte. Es geht um die Suspendierung vom Herrn Oberstaatsanwalt Fuchs. Wir wissen, dass diese Suspendierung per Weisung passiert ist. Das ist insofern bemerkenswert, weil ich dann 14 Tage später diese Suspendierung vom obersten Gerichtshof wieder aufgehoben worden ist. Und wir haben eine zweite Weisung, die wir heute thematisieren werden, die betrifft die Vorlage an den Weisungsrat. Es geht um den Strafantrag an den Oberstaatsanwalt Fuchs. Dieser Strafantrag wurde an den Weisungsrat, wie es vorgesehen ist, vorgelegt. Der Weisungsrat hat wirklich große Bedenken geäußert bei diesem Strafantrag, hat diesen Strafantrag wieder an die ermittelnden Behörden zurückgeschickt. Der Strafantrag wurde dann überarbeitet und es sind zwei Dinge bemerkenswert. Zum einen wurde dieser überarbeitete Strafantrag dem Weisungsrat kein zweites Mal vorgelegt. Das ist rechtlich nicht notwendig, gar keine Frage, aber politisch sehr, sehr unüblich, weil genau dieser Weisungsrat, dieses Beratungsgremium des Justizministeriums ist, das halt braucht in diesen sozusagen Fällen, die halt auch eine große Aufmerksamkeit genießen. Und bemerkenswert ist auch, dass auch das Justizministerium mittlerweile festgehalten hat, dass man genau in einem Punkt nicht den Empfehlungen des Weisungsrates gefolgt ist. Wir sind jetzt gerade dabei, das noch genauer zu recherchieren, wie oft im Justizministerium mit Weisung
entgegen einer Empfehlung des Weisungsrates agiert worden ist. Dieses Thema wird uns auch in den nächsten Wochen und Monaten noch beschäftigen. Wir werden auch da zusätzlich Auskunftspersonen noch laden. Also das wollen wir uns schon genauer anschauen, weil wir sehr klar eine politische Einflussnahme in Ermittlungshandlungen sehen, entgegen all anderen Erzählungen, die wir seit vielen Monaten dazu kennen. Zu den beiden Auskunftspersonen, Oberstaatsanwalt Fuchs, Sektionschef Bilnercheck, mittlerweile ja suspendiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man heute auch Ihre Sichtweise zu diesen ganzen Vorwürfen hört. Wir haben ein paar sehr bemerkenswerte Dinge, die wir noch auch von der Frau Magister Poppenwimmer hinterfragen wollen. Zum Beispiel hat die Frau Magister Poppenwimmer gesagt, sie hat die Frau Vrabel-Sander zitiert unter Wahrheitspflicht, dass die Chefin der WKStA ausgeführt hätte, Pilnercheck ist schon weg, Kurz ist zur Seite getreten und einer, und sie meinte damit den Oberstaatsanwalt Fuchs, muss noch weg. Und man muss schon wissen, dass natürlich der Oberstaatsanwalt Fuchs die Fach- und Dienstaufsicht war von der Frau Vrabel-Sander, der Sektionschef auch zuständig war, das waren ihre unmittelbaren Vorgesetzten, und wie hier quasi die Leiterin der WKStA mit ihrer Fach- und Dienstaufsicht mit der Sektion umgeht, das muss man, glaube ich, auch noch einmal sehr klar hinterfragen. Und da haben wir am heutigen Befragungstag jede Menge Gelegenheit dazu. Abschließend möchte ich noch einmal festhalten, dieser Konflikt, und da, glaube ich, sind sich alle einig, der WKStA mit der Fach- und Dienstaufsicht und mit der Sektion schadet unserem Rechtsstaat. Ich glaube, dass alle aufgefordert sind, hier zu deeskalieren. Dieser Konflikt gehört aus der Welt geschafft, weil es, glaube ich, im Interesse aller ist, dass die Justiz ja unabhängig, unbeeinflusst agieren kann. Und diese Konflikte sind sehr schädlich. Und das würde mir auch persönlich sehr, sehr wünschen, dass hier Ruhe in das System wieder einkehrt, ordentlich, gewissenhaft ermittelt wird, Beschuldigtenrechte ernst genommen werden. Ich glaube, das ist etwas, was unser Rechtsstaat auch wirklich braucht, wenngleich ich auch immer wieder festhalten will, bei aller Kritik, die man üben kann, haben wir ein hervorragendes Justizsystem. Wir sehen das insbesondere auch bei der unabhängigen Gerichtsbarkeit. Aber natürlich kann auch jedes System noch besser gestaltet werden. Und insbesondere dieser jahrelange Konflikt, der gehört aus der Welt geschafft. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Frau Grabe? Es gibt ja eine Arbeitsgruppe im Zusammenhang mit dem Bundesstaatsanwalt oder Generalstaatsanwalt oder Anwältin. Also ich bin in diesen Verhandlungen nicht involviert, weil ich nicht Justizsprecher bin in unserer Fraktion. Ich weiß nur, dass es intensive Gespräche darüber gibt. Aber wie weit hier die Verhandlungen sind, bitte ich an die zuständigen Stellen zu adressieren. Herr Kuschow? Dieselbe Frage. Sind Sie dafür, Ich glaube, es gibt viele Argumente dafür und es gibt aber auch Argumente dagegen. Man wird das noch entsprechend intensiv diskutieren müssen und wird dann sicher auch zu einer klaren Entscheidung in der Koalition kommen. Bitte, Herr Schröder. Heißt das, dass ich nicht für Sie nicht ausgemacht habe, dass die Bundesstaatsanwaltschaft oder die Bundesstaatsanwaltschaft gibt, sagt sie, dass es sehr Ich bin nicht Teil dieses Verhandlungsteams, werde auch von dieser Stelle nicht meine Kommentare in das Verhandlungsteam abgeben. Hier würde ich ersuchen, die Gespräche in der Koalition abzuwarten. Und ich erwarte auch hier zeitnah Entscheidungen. Aber nachdem ich Justiz nicht verhandle, sondern ich hier als Fraktionsführer des Untersuchungsausschusses vor Ihnen stehe, werde ich auch die aktuellen Verhandlungen diesbezüglich nicht kommentieren. In dem Sinne freuen wir uns auf einen spannenden Befragungstag. Ja, alles Gute. Schönen guten Morgen. Ich habe draußen gerade das Statement vom Kollegen Hanger mitbekommen, auch was die Fragen betroffen hat bezüglich der Verhandlungen einer Justizreform. Also mir wäre am liebsten, die würden überhaupt nichts mehr verhandeln, sondern würden den Weg für Neuwahlen freimachen. Ich glaube, das wäre das Beste, was man in der Situation tun kann. Vor allem auch, wenn man sich jetzt gerade die Diskussion anschaut rund um den Weisungsrat und da gegenseitige Anschuldigungen passieren zwischen Schwarz und Grün. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder schwarz sind, aber zumindest ist der Parteiname abgeändert worden. Jedenfalls die Diskussion um den Weisungsrat zeigt, dass diese Regierung ausschließlich mit sich selbst beschäftigt ist und überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist. Und deswegen, wie gesagt, die sollen zum Verhandeln aufhören, überhaupt nichts. Sie sollen von mir aus ihre Wahlkampfplanungen beginnen. Aber man sieht doch in jedem Bereich, dass diese Regierung nichts mehr imstande ist zu leisten. Und ich glaube, das sollte man auch an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Sie sollen endlich damit aufhören, die ganze Republik in Geiselhaft zu halten.
Heute die zwei interessanten Auskunftspersonen aus der Justiz. Zum einen ist es zuerst einmal der Oberstaatsanwalt Fuchs, der natürlich eine aus unserer Sicht sehr, sehr interessante Rolle im System Bilnacek spielt oder zumindest gespielt hat. Wir erinnern uns an verschiedenste Themenbereiche, die uns in dem Zusammenhang ja auch beschäftigt haben. Das eine sind einmal ganz sicher die Chats, die sich damit auseinandersetzen, wie es um die Spionage bei der WKStA bestellt war und um die Observation von einzelnen Staatsanwälten. Ich denke schon, dass das ein Punkt ist, den man natürlich aufarbeiten muss. Und die Rolle vom Oberstaatsanwalt Fuchs interessiert uns in dem Fall natürlich sehr, weil er zumindest Teil dieser Chats gewesen ist, wo man ganz, ganz offen darüber gesprochen hat, eben diese Dinge zu machen. Was uns auch interessiert beim Oberstaatsanwalt Fuchs ist doch seine enge Bindung unter Anführungszeichen an die SoCoTeP. Grundsätzlich hat es ja auch da immer wieder Austausche gegeben, vor allem mit dem damaligen Chef der SoCoTeP, heute Chef des Bundeskriminalamtes, mit dem Herrn Magister Holzer. Und wir sind auch der Meinung, dass es also ein derart enger Austausch, vor allem auf diesem amikalen Niveau, dass es eher untypisch ist für vor allem zwei verschiedene Stellen, nämlich auf der einen Seite Innenministerium, auf der anderen Seite Justizministerium, also auch da wird es entsprechende Fragen geben. Letzte Woche haben wir mit der Frau Poppen immer ja die Gelegenheit gehabt, auch ihre Sicht der Dinge aus der WKStA zu hören. Und da ist eines auffällig gewesen, und zwar, dass die Frau Poppen immer ohne Aktenvermerke anzulegen, sehr direkt mit dem Herrn Oberstaatsanwalt Fuchs kommuniziert hat und auch das sehr unumwunden internes aus der WKStA in seine Richtung getragen hat. Also da wollen wir von ihm natürlich wissen, ob sich auch er als Vertrauensmann, die Frau Poppenwimmer hat immer gesagt, der ist mehr oder weniger, ja, ich möchte fast, wie man es auf Wiener gesagt hat, ein bisschen der Grabstein gewesen für sie, und das hat sie da aushalten können über die schlechten Zustände in der WKStA. Also da wollen wir natürlich die andere Seite hören und wissen, ob das auch aus seiner Sicht so gewesen ist. Zwei interessante Punkte gibt es noch, die ebenfalls zu hinterfragen sind, und zwar haben beim Herrn Sektionschef Bilnacek hat es damals am 25.02.2021 die Handyabnahme gegeben, und am 23.02., also nur zwei Tage davor, hat es einen regen Austausch mit dem Parlamentspräsidenten und Vorsitzenden Sobotka gegeben. Unsere Frage wird in die Richtung gehen, hat der Herr Oberstaatsanwalt Fuchs auch hier irgendwelche Wahrnehmungen dazu, dass der Herr Sobotka eine Rolle gespielt hat, dass er vielleicht sogar den Herrn Bilnacek vor irgendwas gewarnt hat. Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Immerhin war Wolfgang Sobotka selbst Innenminister, wird vermutlich auch, zumindest wissen wir das auch aus den Klopp-Müller-Chats, über ein sehr, sehr gutes Netzwerk im Innenministerium verfügen. Und ja, hat es da vielleicht Warnungen vor einer Hausdurchsuchung gegeben. Also grundsätzlich das einmal nicht unspannend, und vor allem auch deswegen, weil es beim Herrn Oberstaatsanwalt Fuchs nämlich eine ähnlich gelagerte Situation gegeben hat. Und zwar das Handy vom Oberstaatsanwalt Fuchs ist am 15.03. beschlagnahmt worden oder ist ihm halt entzogen worden im Zuge dieser Durchsuchung. Und wenige Tage davor, also am 7.03., hat er damit begonnen, plötzlich im Internet ganz massiv danach zu suchen, wie man Daten nachhaltig löschen kann. Ja? Also wenn man sich diese zwei Parallelen anschaut, auf der einen Seite wenige Tage bevor das Bilnacek-Handy konfisziert worden ist, tritt der Herr Parlamentspräsident Sobotka auf den Plan, und wenige Tage bevor man dem Herrn Fuchs das Handy dann entzogen hat, beginnt er damit ganz, ganz fieberhaft, das ist ja wirklich sehr detailreich in den Akten aufgeschlüsselt, beginnt er ganz, ganz fieberhaft danach zu suchen, wie er sein Handy nachhaltig löschen kann und wie er Clouds löschen kann. Also ein Schelm, wer Böses da bedenkt, das gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber das sind Dinge, die wir herausarbeiten wollen. Die zweite Auskunftsperson des heutigen Tages ist der vorher schon angesprochene ehemalige Sektionschef Bilnacek. Er ist aus unserer Sicht der Dreh- und Angelpunkt des schwarzen Systems in der Justiz. Und ja, immerhin ist ja auch ein ganzes System nach ihm benannt worden, weil wir sprechen auch im Untersuchungsausschuss immer wieder vom System Bilnacek, und das ist natürlich Grund genug dafür, dass wir auch hier einige Fragen stellen werden. Vieles von dem, was wir heute besprechen, ist ohnehin schon medial bekannt. Auf der einen Seite durch die Hausdurchsuchung, auf der anderen Seite natürlich durch die Vorgänge rund um seine Suspendierung, aber auch durch die Chats. Und ergänzend zum Oberstaatsanwalt Fuchs, und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir heute diese Paarung auch im Untersuchungsausschuss haben, werden wir natürlich auch ihn damit konfrontieren, was er gewusst hat oder was seine Rolle war,
im Zusammenhang mit der Spionage bei der WKStA. Das ist einmal auf jeden Fall ein Punkt, den wir von ihm wissen wollen. Auch von ihm wollen wir wissen, wie es mit der Sokotep gewesen ist, warum man eigentlich immer auf die Sokotep zurückgegriffen hat, wenn man Informationen gebraucht hat und nicht in etwa mit dem BAK gesprochen hat, was da eigentlich eher zuständig gewesen wäre. Und auch der Kontakt mit Wolfgang Sobotka. Wir erinnern uns, also es gibt, glaube ich, 12 oder 13 Anrufe in Abwesenheit von Wolfgang Sobotka am 13. Februar. Also da muss irgendwas ganz, ganz Dringendes vorgelegen sein. Und auch dazu wollen wir ihn befragen. Ein Punkt, der bei Christian Pilnacek aus unserer Sicht noch dazukommt, ist der Themenkomplex Ligitation PR. Und zwar ist, haben wir das ja schon öfter auch im Untersuchungsausschuss gehabt, da geht es vor allem darum, durch spezielle PR-Verfahren in eine gewisse Richtung zu lenken. Und gerade beim Herrn Sektionschef Pilnacek fällt uns immer wieder auf, dass er vereinzelt mit Journalisten Hintergrundgespräche geführt hat, wo ich mir jetzt grundsätzlich die Frage stelle, ob das auch seine Aufgabe war und ob er vor allem diese Kontakte nicht auch dazu benutzt hat, Verfahren in eine gewisse Richtung zu treiben, wie es ja auch der Grundcharakter der Ligitation PR ist. Das Beste kommt zum Schluss, aber für uns die ergiebigste Sache ist natürlich das Interventionswesen. Jetzt einmal im Groben gesagt, wir wissen, dass Christian Pilnacek für Interventionen immer offen gestanden ist. Erinnern Sie sich an die Kasach-Geschichte, wo gleich einmal am Beginn der Herr Rothensteiner und der Herr Bröll einen Exklusivtermin im Justizministerium gehabt haben, damals schon als Beschuldigte in einem Verfahren, das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube nicht, dass das ein anderer Österreicher in einer ähnlichen Situation so bekommen könnte, das nur jetzt einmal so gesagt. Dann, wir erinnern uns an die Vorwürfe im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung Theuner. Zu wissen, dass er uns dazu wohl nicht sehr viel sagen wird, weil das ja auch ein massiver Vorwurf ist gegen ihn, dass er unter Umständen diese Hausdurchsuchung verraten hätte. Aber was uns interessiert und wo ich glaube, dass wir heute schon Antworten bekommen werden, sind Interventionen in und durch Landeshauptleute. Wir haben im Aktenbestand Landeshauptleute sehr, sehr prominent genannt, wie zum Beispiel die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Mikl Leitner. Die kommt hier vor im Zusammenhang mit einer Intervention. Wir wissen, dass es diesen berühmten Silvester-Chat mit dem Herrn Landeshauptmann Schützenhöfer gegeben hat. Was wir aber nicht wissen oder vielleicht die Medien noch nicht wissen, ist, dass dieser Chat nicht nur über den Herrn Landeshauptmann Schützenhöfer gelaufen ist, sondern auch über seinen Sohn, also über den Sohn des Landeshauptmanns Schützenhöfer, der übrigens auch ein hochrangiger Beamter im Justizbereich ist. Und dazu haben wir einige Entdeckungen gemacht, die wir dann im Untersuchungsausschuss besprechen wollen. Dass jetzt auch noch der Landeshauptmann Haslauer am Rande Teil dieser Interventionsgeschichten ist, das rundet die ganze Sache nur ab. Aber da würde ich Sie bitten, dann doch bis zum Schluss aus dem Untersuchungsausschuss zu berichten, weil möglicherweise wird es am Ende noch spannend. Gibt es Fragen Ihrerseits? Wenn das nicht der Fall ist, sage ich danke.